Alles klar. Genau. Und ich würde auch einfach mal so ganz allgemein anfangen mit einem Hintergrund noch mal kurz zu den heißen Tagen. Also heiße Tage in Deutschland sind Tage, an denen die maximale Lufttemperatur, also wirklich das Maximum, mindestens 30 Grad überschreitet. Und es ist in Deutschland über die letzten Dekaden sind diese Zahlen eigentlich angestiegen. Es hat sich verdreifacht. Was Sie hier auf der Karte sehen, ist ganz auf der linken Seite die durchschnittliche Anzahl der heißen Tage in den 50er Jahren und hier auf der ganz rechten Seite dann für die vergangene Dekade von 2011 bis 2020. Und in dieser farblichen Markierung wird es ja doch auch nochmal ganz schön deutlich so visualisiert, dass wirklich diese Anzahl der heißen Tagen sich in Deutschland in diesem Zeitraum verdreifacht hat. Wir hatten in den 50ern im Schnitt 3,6 Tage, in der letzten Dekade im Schnitt 11,1 Tage. Aber es sind nicht nur diese einzelnen Tage, die in den letzten Dekaden zugenommen haben, auch Hitzewellen, also mehrere Tage hintereinander, die bestimmte Schwellentemperaturen überschreiten. Diese nehmen auch zu, die werden nicht nur häufiger, sondern auch heißer und dauern länger an. Und jetzt kommt auch schon die Auflösung der ersten Frage. Im letzten Jahr, interessanterweise, sind wir im Schnitt bei rund 11,5 Tagen gewesen. Ich sage interessant, weil wir im Jahr davor doch auch deutlich mehr Tage hatten und das Jahr insgesamt eigentlich sehr, sehr warm war. Aber diese einzelnen heißen Tage total natürlich im Trend der Entwicklung sind, aber im Vergleich zu vergangenen Sommern doch auch etwas weniger. Und was passiert nun, wenn der menschliche Körper der Hitze ausgesetzt ist? Also unser Körper hat eine Betriebstemperatur von ungefähr 37 Grad Celsius. Ich gehe davon aus, dass sie das allen bekannt ist. Und das ist die Temperatur, die wir auch alle brauchen, damit der Körper einfach funktioniert, alle Abläufe funktionieren. Und bereits geringe Abweichungen sorgen dafür, dass der Körper wieder die Temperatur reguliert und wieder auf dieses Optimum zurückführen will. Also bei Abweichungen plus minus 0,5 Grad geht das alles noch, da funktionieren die Abläufe noch. Aber wenn wir eben diese 0,5 Grad plus überschreiten, dann kühlt der Körper wieder runter. Und wie der Körper runterkühlt, kennen Sie auch alle natürlich, wenn es heiß wird, wir fangen an zu schwitzen. Wenn der Schweiß verdunstet von der Haut, entsteht Verdunstungskälte, die den Körper abkühlt. Und die Haut wird stärker durchblutet. Also das Blut wird von der Körpermitte in die Hautoberfläche abgeleitet, damit man auch darüber mehr Wärme abgeben kann. Und beide diese Mechanismen haben aber auch, ich sag mal, negative Folgen. Also beim Schweiß natürlich, wir verlieren Flüssigkeit, wir verlieren Elektrolyte, wir verlieren Salze, wodurch es dann in den Zustand des Flüssigkeitsmangels, der Dehydrierung kommen kann, was insbesondere für die Nieren ein Problem ist. Und durch die gesteigerte Hautdurchblutung haben wir auch insgesamt einen Blutdruckabfall. Das Herz muss mehr arbeiten, um das Ganze auch dennoch im Körper sozusagen mit genügend Blut zu versorgen. Das die Herzfrequenz steigert also. Und es ist insgesamt einfach für das Herz-Kreislauf-System eine Belastung. Das mal so ganz vereinfacht dargestellt. Und wir alle erleben Hitze und auch jeder Mensch ist in einem gewissen Grad vulnerabel gegenüber Hitze. Hängt natürlich auch davon ab, wie heiß es ist, wie der Wind ist, wie die Sonne scheint. Aber es gibt natürlich bestimmte Gruppen, die ein besonderes Risiko haben. Und die haben ein besonderes Risiko aus ganz vielfältigen Gründen. Das kann rein physiologischer Natur sein, weil die Temperaturregulationsmechanismen nur eingeschränkt funktionieren, weil vielleicht eine Vorerkrankung herrscht, die das auch beeinträchtigt. Oder aber, weil sie besonders stark gegenüber Hitze ausgesetzt sind. Also Sie sehen hier mal die gängigen vulnerablen Gruppen, die genannt werden, zu denen natürlich auch pflegebedürftige Menschen gehören. Mein Kollege David wird nachher nochmal auch auf besondere Risikofaktoren bei Pflegebedürftigen eingehen. Aber Sie sehen, es sind ganz unterschiedliche Konstellationen und da gibt es natürlich auch wieder Überschneidungen und Faktoren, die sich auch gegenseitig potenzieren und das Risiko damit auch nochmal erhöhen können. Und eine weitere Gruppe, die betroffen ist, das darf man natürlich nicht vergessen, ist das Gesundheitspersonal selbst. Also
Gerade während Covid, wo man noch gleichzeitig in der persönlichen Schutzausrüstung im Sommer arbeiten musste, kann das oder konnte es und wurde es zum Problem. Sie sehen hier die Ergebnisse von einer Befragung der Universität in München, die im Covid-Sommer 428 Pflegepersonen aus dem stationären, ambulanten Krankenhausbereich ganz vielfältig befragt haben, was sie denn an Beschwerden wahrnehmen, wenn sie im Sommer mit persönlicher Schutzausrüstung arbeiten. Und sie sehen hier eigentlich, dass wirklich so gut wie jeder zumindest irgendeine Beschwerde hatte, also Erschöpfung, Müdigkeit, Unzufriedenheit, Gereiztheit, Kopfschmerzen, auch Atembeschwerden. Also es ist wirklich ganz, ganz vielfältig und auch die Beschäftigten selbst, die natürlich unter der Hitze leiden. Also wenn sie selber in der Pflege auch als PraktikerInnen tätig sind, ist ihnen das garantiert auch keine Neuigkeit, wenn sie im Sommer dieser Tätigkeit nachgehen. Und die Beschwerden natürlich, die man erlebt, können ja auch im schlimmsten Fall auch zur Arbeitsunfähigkeit führen. Das nur mal am Rande. Also auch die Produktivität ist tatsächlich eingeschränkt und die Leistung. Sie sehen hier die Gründe für eine AU, die alle mit Hitze zu tun haben. Und die sind über die letzten Jahre tatsächlich gestiegen. Und gerade in den Jahren, wo wir besonders heiße Sommer hatten, da sehen Sie also auch die Peaks. Im Extremfall kann Hitze tödlich sein. Das Robert-Koch-Institut gibt jedes Jahr die Schätzungen heraus für Deutschland, wie viele Menschen geschätzt an der Hitze oder im Zusammenhang mit Hitze verstorben sind. Sie sehen hier jetzt die Zahlen von 2013 bis 2023. Und es folgt auch die Auflösung der zweiten Frage. Im letzten Sommer gab es rund 3.200 Sterbefälle. Das ist jetzt, wie Sie sehen, unterschiedlich. Es schwankt zwischen den Jahren, hängt natürlich auch immer ab, wie der Sommer war, in besonders heißen Sommern oder in Sommern, wo wir lange Perioden hatten, wo es besonders heiß war, sind die Sterbezahlen höher. Also wir haben hier in der Abbildung bis 2018 so das Maximum auch über 8.000 Sterbefälle. Aber was interessant ist, ist, dass es wirklich in den vergangenen Jahren jedes Jahr eine deutliche Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Hitze gab. Und Sterbefälle sind aber nur, in Anführungsstrichen nur, die Spitze des Eisbergs. Also die Möglichkeiten, was Hitze gesundheitlich mit einem Menschen macht, sind ganz, ganz vielfältig. Also es gibt natürlich die klassischen Hitzekrankheiten, also der Hitzschlag oder ein Hitzesynkope, Hitzekollaps. Aber eigentlich sind sämtliche Organsysteme betroffen und die Sterbezahlen, die Sie davor gesehen haben, das sind jetzt gar nicht alles hitzschlagbedingte Todesfälle, sondern ganz oft geht es um bestehende Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Atemwegserkrankungen, die dann in der Hitze sich verschlimmern oder es zu Komplikationen kommen kann. Also das Risiko für Herzinfarkte ist erhöht, bestehende Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD verschlechtern sich, Niereninsuffizienz, es kann ins Nierenversagen gehen. Schlaganfälle steigen, generell Aggressivität, Gewaltbereitschaft steigt, es kommt zu mehr Unfällen, es kommt zu mehr Suiziden und auch bereits die Ungeborenen und Schwangeren sind betroffen von der Hitze, was man jetzt in den letzten Jahren in Studien immer deutlicher nachweisen konnte. Ich werde jetzt im weiteren Ablauf noch mal ein bisschen spezifischer auf die Hitzekrankheiten und das Management dieser eingehen. Bei den Hitzekrankheiten, was wir da eigentlich haben, klar gibt es diese verschiedenen Unterteilungen, die Sie auch auf der Folie davor gesehen haben. Wir haben mildere Formen wie einen Hitzeausschlag oder Hitzekrämpfe, also Muskelkrämpfe, bis hin zu potenziell lebensgefährlichen Zuständen wie dem Hitzschlag. Und was hier eigentlich ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass es nicht unbedingt immer so einfach ist, das alles voneinander abzugrenzen. Also Sie sehen hier oben in der Grafik die verschiedenen Warnzeichen und Symptome und die überlappen sich zum Teil bei den verschiedenen Hitzeerkrankungen. Und vor allem kann auch eine Hitzeerkrankung in die andere übergehen, wenn man denn nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreift und aus der Hitze zum Beispiel sich herauszieht. Und deswegen ist es auch so gefährlich, wenn es um das Thema Hitzekrankheiten geht, wenn man da irgendwie merkt, okay, es wird immer schlechter, kann es eben sein, dass es in einen gefährlicheren Zustand übergeht.
Fangen wir mit den eher milderen Erkrankungen an, also der Hitzeausschlag, kleine rote juckende Papeln, die entstehen, weil die Schweißdrüsengänge verstopfen, gerade wenn man eben enge Kleidung trägt oder eben viel schwitzt und in diese Kleidung sozusagen auch sehr eng anliegend dann darauf noch ist. Da eben, um da ein bisschen luftig und die Verdunstung des Schweißes sozusagen zu begünstigen, eher lockere Kleidung, die Haut trocken halten. Gegebenenfalls kann man auch eine Schüttelmixtur mit Zink aus der Apotheke auftragen, damit es so ein bisschen trocknet. Das geht aber in der Regel von alleine auch wieder weg, wenn man so ein bisschen dafür sorgt, dass der Schweiß abgehen kann. Die Hitzekrämpfe bereits erwähnt, das sind Muskelkrämpfe vor allem, nachdem man sich körperlich stark betätigt hat. Also vielleicht auch etwas, was für die Beschäftigten auch ein relevanter Punkt ist, die dadurch entstehen, dass man durch das Schwitzen gerade eben bei der körperlichen Betätigung natürlich, wie auch erwähnt, Flüssigkeit und Elektrolyte verliert, die dann die Krämpfe bedingen. Das heißt, hier raus erst einmal, kurze Pause machen, man kann die Muskeln massieren und etwas trinken. Vor allem auch gut hier ein bisschen was mit Elektrolyten zu sich zu nehmen, also vielleicht auch eine Schorle oder tatsächlich einen Elektrolyttrink. Und auch natürlich die körperliche Anstrengung, die da, also sei es Sport, sei es Arbeit, was auch immer, die Physio erst einmal stoppen. Der Hitzekollaps oder Hitzesynkope hängt mit den mit dem Blutdruck zusammen, ne? Die Gefäße, wie gesagt, erweitern sich. Dafür kommt eben auch nicht immer so genug dann im Gehirn an. Es kommt zum kurzzeitigen Bewusstseinsverlust oder auch Schwindeln, nur ein Schwarzwerden vor Augen. Hier auch wieder Maxime, erstmal raus an einen kühlen Ort, weg aus der Hitze. Und wie bei jeder anderen Synkope auch, flache Lagerung, Beine hoch und etwas zu trinken anbieten. Beim Sonnenstich, Sie sehen ein kleines Dreieck, in der Regel geht das gut, aber man muss beim Sonnenstich aufpassen. Der Sonnenstich entsteht dadurch, dass die Hirnhäute durch die direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf gereizt werden. Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, roter Kopf sind möglich, aber durch diese Reizung und deswegen das Warndreieck kann es im Extremfall, im schlimmen Fall, wenn es weitergeht, auch das Gehirn anschwellen und dieses Hirnödem. Das ist dann tatsächlich eine sehr gefährdende Notfallsituation. Und deswegen beim Sonnenstich, wenn es jemandem nicht besser geht, geht es hier auch wieder darum, den Notruf zu holen. An sich macht man, ich sag mal, umgekehrt zum Hitzekollaps eher den Kopf hoch, damit man den Druck entlastet, kühlen, trinken und natürlich auch raus aus der Sonne und nicht weiterhin die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. Die beiden eher noch gefährlicheren oder gefährlicheren Varianten, ich will es gar nicht gegeneinander abwägen, also die Hitzeerschöpfung und der Hitzschlag sind nicht immer so einfach voneinander zu unterscheiden. Ich habe es hier mal versucht, für Sie so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also bei der Hitzeerschöpfung, einfach definitionsgemäß, ist die Körpertemperatur noch unter 40 Grad Celsius, also der Körper schafft es noch auch selber runter zu regulieren und deswegen funktioniert auch noch das Schwitzen, also es ist eher eine kalte und feuchte Haut. Der Körper versucht eben, das unter 40 Grad zu halten. Es ist eine Reihe an verschiedenen Beschwerden möglich, also Kopfschmerzen, Unwohlsein. Es geht hin auch zu Übelkeit, Erbrechen. Auch die Kreislaufbeschwerden sind möglich. Und beim Hitzschlag hingegen, um es mal ganz vereinfacht und vom klassischen Hitzschlag ausgehend darzustellen, da ist es dann so, der Körper schafft es nicht mehr, die Temperatur runter zu regulieren. Und die steigt also weiter, steigt über 40 Grad, steigt in den lebensgefährlichen Bereich. Und wenn es der klassische Hitzschlag ist, dann ist die Haut eher trocken, heiß, gerötet. Und im Unterschied zur Hitzeerschöpfung ist auch neurologisch Symptome möglich. Also Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit bis hin auch zu Krampfanfällen sind möglich und im Extremfall auch das Koma tatsächlich mit einem folgenden Organversagen, weil das auch für ganz viele andere Organe im Körper die Hitze dann, wenn es über diese Temperaturen ansteigt, eine Gefahr sein kann. Und deswegen ganz wichtig, beim Hitzschlag herrscht Lebensgefahr und es ist ein absoluter Notfall. Und bei der Hitzeerschöpfung, wie gesagt, muss man aufpassen, dass es eben nicht in den Hitzschlag übergeht. Und deswegen ist es da so wichtig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wenn Sie also einen Verdacht haben auf einen Hitzschlag, oder eben sich zum Beispiel bei einer Hitzeerschöpfung oder beim Sonnenstich der Zustand nicht verbessert, sondern auch eher verschlechtert,
Notruf absetzen. 112 Zeit ist wirklich in der Hinsicht auch wieder essentiell. Die Person kühlen, einen schattigen Ort, wenn sie davor in der Sonne war, die Kleidung möglichst entfernen, öffnen und versuchen, den Körper, während man auf den Rettungsdienst wartet, abzukühlen. Also wenn man Kühlakkus hat, die in den Nacken, Achselhöhlen, Leisten liegen, wenn man feuchte Umschläge hat, feuchte Umschläge haben, wenn man noch einen Ventilator oder einen Luftzug erzeugen kann, sind das alles Möglichkeiten, wie sie versuchen können, in dieser Wartezeit die Körpertemperatur wieder runter zu regulieren, weil hier ist wirklich Zeit, wie ich sagte, essentiell in dieser Kühlphase. Und wenn die Person natürlich bei Bewusstsein ist, auch Wasser oder Fruchtsaft, irgendwas mit Elektrolyten zum Trinken anbieten. Wenn Bewusstlosigkeit herrscht, natürlich die gängige Erste-Hilfe-Kaskade, ne, mit stabiler Seitenlage oder auch gegebenenfalls Herzrhythmusmassage eingehen. Aber das ist jetzt erstmal nur für die Hitze, wenn dann auch jemand noch bei Bewusstsein ist, festgelegt. Das war jetzt ein kurzer Ritt, sage ich jetzt mal, durch verschiedene gesundheitliche Möglichkeiten. Ich bedanke Folgen und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an meinen Kollegen David. Genau, so. Und ja, wie schon gesagt, ich würde jetzt gerne etwas genauer auf die pflegerische Versorgung schauen. Was bedeutet das? Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, einerseits, okay, wir haben die Auswirkungen auf die Gesundheit gerade gehört von Nathalie. Und dann frage ich mich, wie können wir bei diesen Auswirkungen auch unsere professionelle pflegerische Versorgung weiterhin sicherstellen? Was braucht es da? Und ja, woran können wir uns auch in der stationären Langzeitpflege orientieren? Und einerseits können wir das sehr gut an uns selbst, also an unserer pflegerischen Fachlichkeit. Ich glaube, da bringen wir Pflegefachpersonen einfach eine Menge mit, auf das wir zurückgreifen können beim Hitzeschutz. Und andererseits habe ich jetzt mitgebracht den Pflegeprozess, hier genauer das Vier-Phasen-Modell. Es gibt auch ein Fünf-Phasen-Modell und es gibt auch ein Sechs-Phasen-Modell und das ist sozusagen die Grundlage unserer pflegerischen Arbeit. Und das Gute ist, der Pflegeprozess ist ein Problemlösungsprozess und im Folgenden würde ich den einmal durchgehen und ein bisschen genauer unter die Hitzebrille nehmen sozusagen und schauen, okay, ja, was bedeutet Hitze auch für den Pflegeprozess? Und wir beginnen den Pflegeprozess mit der Bedarfseinschätzung, mit der Anamnese, mit Assessments. Und das bedeutet natürlich für die Hitze bei uns in unseren Arbeitsbereichen, okay, welche Bewohnenden sind denn besonders gefährdet gegenüber diesen Auswirkungen, die wir gerade gehört haben. Und das Gute ist, da bietet die bestehende Pflegeplanung oder auch die SIS und auch unsere Beziehung zu den Bewohnenden, also wir kennen die Menschen sehr gut in der Langzeitpflege, bietet da einfach eine gute Hilfestellung, eine gute Ressource, um diese Bedarfe einzuschätzen. Aber wichtige Faktoren sind da ja, der Pflegegrad, also die Schwere der Pflege, der Pflegeaufwand und auch der Allgemeinzustand und die Mobilität, also der genau, Gesundheitszustand der Person, die Erkrankungen, die schon vorab bestehen, die hier nochmal deutlich das Risiko erhöhen, Wunden, die gegebenenfalls bestehen, aber auch die Medikamente, die eingenommen werden, weil die sich natürlich auch auswirken bzw. verändern können, die Wirkungsmechanismen der Medikamente, die hier eine wichtige Rolle spielen. Aber was auch wichtig ist, ist, ja, wie reagieren die Menschen individuell auch auf die Hitze? Wir hören ganz oft, dass die Hitze gefühlt für die Bewohnenden gar nicht so als belastend wahrgenommen wird. Andere leiden sehr unter der Hitze. Also da gibt es ja dann auch nochmal, wie bei uns auch, eine individuelle Sensibilität. Und die Lage des Zimmers oder des Wohnbereichs, ist der Wohnbereich im Dachgeschoss oder im Erdgeschoss auch ein wichtiger Faktor, den wir hier bedenken müssen. Und als letzten Faktor hier nochmal die Risikoeinschätzung zu aktualisieren. Also wenn wir gucken, wie
besteht ein Sturzrisiko, dann könnte das erhöht sein während Hitze. Wie ist es mit einem Dekubitusrisiko und Schmerz, hier einfach nochmal etwas genauer hinzugucken. Jetzt habe ich mich an einem kleinen Beispiel versucht und mich gefragt, okay, wie könnte dieser Schritt dann in der Praxis aussehen, wenn wir hier eine beispielhafte Bewohnerin haben. Da könnte es zum Beispiel sein, also wenn ich an meine Zeit denke auf dem Wohnbereich, dass es sein könnte, dass sie, wir hier eine Bewohnerin haben, die einen vermehrten Bewegungsdrang hat, weil sie vielleicht eine beginnende Demenz hat oder eine Demenzerkrankung. Dann die Frage, ist das Sturzrisiko erhöht, wenn es heiß ist? Nimmt die Bewohnerin Medikamente gegebenenfalls zur Beruhigung, die hier ihre Wirksamkeit verändern können, zu Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen nochmal deutlich mehr führen können bei Hitze? Trinkt die Bewohnerin selbstständig? Ja, wo befindet sich der Wohnbereich? Und welche Kleidung trägt die Bewohnerin bei Hitze? Ist es eine Bewohnerin, die auch im Hochsommer mit Pelzmantel über den Wohnbereich läuft? Oder ja, können wir da auch einwirken auf die Bewohnerin, dass sie luftige Kleidung trägt? Also all das sind ja Fragen, die dann auftauchen in der pflegerischen Einschätzung. Dann als nächsten Schritt des Pflegeprozesses kommt Pflegeplanen. Und da habe ich auch mal geschaut, okay, was bedeutet das jetzt, wenn wir auf Hitze schauen? Auch hier nochmal, hier haben wir schon vieles, was wir nutzen können. Auch unsere pflegefachliche Einschätzung bietet da eine gute Grundlage. Und ja, im Idealfall schauen wir schon vor dem Sommer, also vor den Hitzeperioden, im Rahmen der gerade eben erwähnten Risikoeinschätzung, okay, was müssen wir bedenken mit Blick auf die Pflegeplanung? Und hier ja, habe ich mich an einer ja, älteren Vorgehen orientiert. Das kenne ich noch aus meiner Ausbildung. Die Frage, welche Probleme, Fähigkeiten und Ressourcen haben die Personen? Welche Pflegeziele wollen wir festlegen daraufhin? Und welche Maßnahmen braucht es zur Erreichung der Ziele? Und genau, und das verändert sich natürlich auch ein wenig, wenn wir da Hitze mit sehen wollen. Und auch hier habe ich noch mal einmal die Bewohnerin von gerade eben sozusagen in Ansätzen mitgebracht. Da haben wir Probleme und Fähigkeiten und Ressourcen jetzt noch mal auf den Bewegungsdrang geguckt, die wir sowieso schon erfasst haben. Sie hat halt den Bewegungsdrang, nutzt aber den Rollator als Ressource, vergisst ihn ab und zu. Und nutzt aber auch gerne Kraft- und Balanceübungen. Also genau hier auch einige Fähigkeiten und Ressourcen vorhanden. Und für die Hitzezeit kommen dann oder können dann noch in diesem Fall hier Probleme hinzukommen. Wie hat ein erhöhtes Risiko von gesundheitsgefährdenden Komplikationen aufgrund dieser, ja, dieses Bewegungsdrangs auch dann während Hitze? Also sie ist der Hitze weiter ausgesetzt und ist gegebenenfalls auch noch körperlich sehr aktiv. Also hier einfach ja, ein erhöhtes Risiko, dann einen gesundheitlichen Schaden zu tragen. Und das Sturzrisiko erhöht sich auch, weil sie einfach viel unterwegs ist in der anstrengenden Zeit. Und was könnte das bedeuten dann für unsere Pflegeziele? Hier, ja, die Pflegeziele, die wir sowieso schon in unserer Pflegeplanung haben, im besten Fall, und nochmal auf Hitze geblickt, könnte das bedeuten, dass wir sagen, sie erleidet keine hitzebedingten Komplikationen. Das ist ein sehr allgemeines Ziel. Und ja, die erhöhte Sturzgefahr ist erfasst. Also wir sind uns dessen bewusst, dass wir dort einfach eine erhöhte Sturzgefahr haben und versuchen im Rahmen unserer Tätigkeit hier durch Sturzprophylaxe dieses erhöhte Risiko zu kompensieren. Und nochmal ganz kurz, was bedeutet das für die Maßnahmen, die wir haben. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal drauf ein, da habe ich sozusagen auch Pflegemaßnahmen simuliert für diesen Fall, die schon bestehen könnten. Und dann kommen aber ja mit Blick auf Hitze einfach nochmal eine große Anzahl an Pflegemaßnahmen dazu, um hier die Gefahr rauszunehmen, also wirklich das Sturzrisiko nochmal zu evaluieren als Maßnahme. Die Bewohnerin vielleicht beim Gehen zu begleiten, dass sie nicht stürzt, dass vielleicht soziale Angebote und Betreuung während der Hitze stattfinden, um diesen Bewegungsdrang und dieser
vermehrten Expositionen dann entgegenzuwirken, sei es eine Trinkrunde im Schatten, im Kühlen zum Beispiel, ja, die Unterstützung mit Getränken, also die Motivation dahin, Angebote zu machen und die Beobachtung, die hier einfach eine große Rolle einnimmt, auch für uns Pflegende, also zu gucken, okay, wie reagiert die Person jetzt auf die Hitze? Müssen wir die Vitalzeichen kontrollieren häufiger? Müssen wir schauen, wie viel trinkt die Person? Müssen wir erfassen durch ein Trinkprotokoll gegebenenfalls, ob die Bewohnerin ausreichend trinkt? Und ja, wie ist das mit den Medikamenten? Was haben wir da an Medikamenten, die die Bewohnerin einnimmt? Und müssen wir da vielleicht nochmal mit den versorgenden MedizinerInnen sprechen, dass die da vielleicht einmal draufschauen und die Medikamente anpassen? Ja, dann im nächsten Schritt sozusagen unseres Pflegeprozesses kommt dann der Punkt Pflege durchführen. Und hier genau, löse ich mich mal ein wenig von unserer Beispielbewohnerin, sondern schaue noch mal ein bisschen allgemeiner, was für Pflegemaßnahmen wir denn durchführen können während Hitze. Und da gibt es ein paar Ansatzpunkte für uns in der stationären Langzeitpflege, wo wir Pflegende, aber auch alle Mitarbeitenden in den Einrichtungen, also nicht nur wir Pflegenden, sondern auch ja, die Haustechnik, die Hauswirtschaft, der soziale Dienst, also alle Mitarbeitende ansetzen können. Und genau, hier hat das Klinikum der Universität München schon sehr viel Vorarbeit geleistet, das ich jetzt hier nochmal mitgebracht habe. Genau, wir haben hier die verschiedenen Bereiche, wo man ansetzen kann. Die würde ich jetzt einmal ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Wir gucken zuerst einmal auf die Bewohnerin nochmal explizit. Und ja, da können wir erstmal überlegen, welche pflegerelevanten Hitzeschutzmaßnahmen bei Hitze priorisiert werden müssen. Also zu schauen, okay, müssen wir wirklich da den Pflegeablauf ändern? Müssen wir vielleicht die anstrengenden Tätigkeiten rausnehmen und wirklich uns darauf konzentrieren, dass wir ja, Pflegemaßnahmen zum Hitzeschutz in den Fokus nehmen? Und das können dann Maßnahmen sein zur Unterstützung der Körperkühlung, wie körperwarme oder kühle Waschungen oder auch Duschen. Ich habe dieses Kühle hier vergessen und nur die körperwarmen stehen. Fußbäder, kalte Wickel. Also hier können einfach durch Maßnahmen die Körperkühlung unterstützt werden. Vorhin schon angesprochen, die Beobachtung und die Kontrolle des allgemeinen Zustands einfach sehr wichtig. Wie reagieren die Personen auf die Hitze und die Kleidung anzupassen, dass sie weit, leicht, atmungsaktiv ist. Ja, dass eine Kopfbedeckung, wir haben vorhin, es gehört bei den Auswirkungen, wenn die Sonne direkt auf den Kopf scheint, ja, dass dort einfach die Kleidung angepasst wird und die Personen da, wo es geht, motiviert werden, sich in den kühlen Räumen der Einrichtung aufzuhalten, dass die aufgesucht wird, dass da vielleicht Angebote stattfinden, dass die Menschen ja aus der Hitzeexposition herauskommen. Im Bereich des Verhaltens können wir hier auf die Mahlzeiten gucken. Da werden wir nochmal eine extra Informationsveranstaltung ja auch anbieten, dass wir dort einfach die Mahlzeiten anpassen mit einem hohen Wassergehalt, dass wir die Elektrolytversorgung mit bedenken. Durch das hohe Schwitzen werden auch die Elektrolyte ausgeschieden und dass dort leichte mediterrane Kost vermehrt angeboten wird, damit wir den Kreislauf, Herz-Kreislauf nicht noch zusätzlich belasten durch schwere Mahlzeiten. Das Trinkverhalten habe ich vorhin schon angesprochen, kennen wir, glaube ich, alle aus dem Pflegebereich, ist das A und O sowieso schon, auch wenn wir keine heißen Tage haben, hier wirklich zu gucken, dass wir das Trinken fördern können, dass es nicht eiskalt ist, dass wir es über den Tag verteilt anbieten können und vielleicht besondere Angebote schaffen, ein Getränk des Tages zum Beispiel, eine kleine Cocktailrunde, wo also alkoholfreie Cocktails angeboten werden, mit einem hohen Wasseranteil, dass wir da ein bisschen kreativ werden und wirklich ein schmackhaftes Angebot vielleicht schaffen können für die Bewohnenden und den Tagesablauf anpassen, also Therapien, anstrengende Pflegemaßnahmen und soziale Angebote anpassen, gegebenenfalls verschieben, dass wir im Großen und Ganzen die körperliche Aktivität reduzieren und den
Aufenthalt in heißen Bereichen meiden und ja, vielleicht im besten Fall sogar eine Siesta halten können, beziehungsweise die Bewohnenden dann. Im Bereich des Wohnraums gibt es Maßnahmen, starten, ganz wichtig, eine strukturierte Temperaturerfassung in den Räumen, also zu schauen, okay, wo ist es denn auch besonders heiß, da auch ja vergleichbare Daten zu haben, zu schauen, okay, wie entwickelt sich die Hitze auch im Sommer. Wie genau haben wir dort einen Verlauf? In welchen Bereichen der Einrichtung, welche müssten wir meiden, welche können wir eher aufsuchen, die Beschattung zu fördern. Da ist es hilfreich, immer erst die Außenverschattung zu nutzen und aber auch die innere, die Vorhänge zum Beispiel, Hilfsmittel zu nutzen, also Fächer, Ventilatoren und ja, nasse Tücher aufhängen hier zur Kühlung der Räume. Zimmerpflanzen können tatsächlich auch unterstützend sein, weil sie die Verdunstung fördern, die dann den Raum abkühlen kann. Also auch Innenraumbegrünung, das Lüften, das ist so einfach, ein einfacher Punkt, aber das braucht natürlich in den Einrichtungen auch ja, eine Absprache dahinter und tatsächlich ein Lüftungsmanagement, also dass dann zu den kühlen Tageszeiten gelüftet wird nur und im besten Fall während der heißen Zeit das Fenster nicht nur auf Kipp steht, sondern auch geschlossen wird und Elektrogeräte abgeschaltet werden, wenn es möglich ist. Ja, und als letzten Punkt nochmal ein bisschen weiter weg von den Bewohnenden geschaut, auch auf Angehörige und Besuchende, die mit ins Boot zu nehmen, zu informieren, gegebenenfalls Beratungsgespräche zu führen, welche Gefahren bestehen bei den Bewohnenden dazu zu informieren und ja, die mit in den Prozess mit aufzunehmen, gegebenenfalls auch ja, fragen, ob sie unterstützen können, ob sie noch ein zusätzliches Auge auf ihre Bewohnerinnen haben können, unter dem Blick der Hitze und auch vielleicht das Trinken fördern können, aber auch einfach eine Transparenz zu schaffen, da über geänderte Tagesabläufe, damit es da dann auch ja, einen klaren Blick gibt für die Angehörigen, warum es zu Veränderungen kommen kann bei Hitze und da auch die Gefahr nochmal deutlich kommuniziert wird. Ja, und als allerletztes unseres Pflegeprozesses sind wir dann an dem Punkt der Evaluation, der sehr wichtig ist. Und auch den habe ich hier hypothetisch mal nochmal mitgebracht für unseren Hitzeblick sozusagen. Uns dann zu fragen, wurden unsere hitzerelevanten Pflegeziele erreicht, individuell auf die einzelnen Bewohner bezogen, aber natürlich auch im Allgemeinen auf unsere Situation in den Einrichtungen im Allgemeinen. Konnten Komplikationen vermieden werden, wie Krankenhauseinweisungen, ja, hitzerelevante Sterbefälle, aber auch Komplikationen wie Stürze, Wohlbefinden der Bewohnerin, also hier von ja, Wohlbefinden bis hin zu Sterbefälle. Und ich glaube, das müssen wir uns auch einfach bewusst sein. Nathalie hat es von angesprochen, Hitze kann tödlich sein. Und vor allem bei solchen Konstellationen, die sich natürlich in unserer Pflegesetting befinden, weil wir dort einfach sehr gefährdete Bewohnende haben, Menschen haben. Und welche Pflegeziele müssen wir dann anpassen, beziehungsweise welche Maßnahmen, also wie müssen wir unseren Prozess dann auch anpassen nach der Evaluation und wie können wir da besser werden sozusagen. Das ist natürlich der wichtigste Schritt aus der Evaluation heraus. Und der Punkt Sensibilisierung, genau, könnte ja sein, dass dann erkannt wurde, dass wir dort nochmal sensibilisieren müssen zu dem Thema. Und zum Abschluss, genau, glaube ich, als ja auch Pflegeperson, dass wir einfach sehr viel schon mitbringen, was wir nutzen können für den Hitzeschutz. Und ich glaube, wir brauchen dort einfach als Pflegeperson jetzt gesprochen auch die Möglichkeiten, sei es die Kapazität, also auch die Zeit, Hitzeschutz nicht nur als On-Top-Aufgabe zu verstehen, die es jetzt noch drauf zukommt.
auf die Arbeit, die wir sowieso schon machen, sondern ja als grundlegende pflegerische Aufgabe auch zu verstehen in unseren Arbeitsbereichen, die wir tun zum Wohle der uns anvertrauten Menschen. Und ich glaube, da bringen wir einfach schon sehr viel mit und können aber auch noch dazu sensibilisieren und uns das, dem Ganzen nochmal genauer blicken und ja, unseren Blick schärfen für diese Auswirkungen und Gesundheitsgefahren. Und auch im Projekt bieten wir dafür eine kleine Schulung an, eine Sensibilisierung. Hier ein kleiner Ausblick, genau, die ist seit dieser Woche auch auf der Webseite unter den Materialien verfügbar. Dort haben wir eine kleine Broschüre erstellt und ein Begleitheft dazu, wie genau Mitarbeitende sensibilisiert werden. Aber das werden wir auch nochmal in einem separaten Termin genauer ja, darauf eingehen.